Es war ein schwieriger Einsatz für die rund 150 Feuerwehrleute heute bei Hannover. Flächenbrand im Moor. Als sie anrücken, stehen schon mehrere Hektar in Flammen. Problematisch dabei, die Löschfahrzeuge kommen nicht direkt an den Brandherd. Also müssen sich die Einsatzkräfte zu Fuß und mit viel Kraft vorarbeiten. Wie es zu dem Moorbrand kam, ist bislang noch ungeklärt. Die Polizei schließt Brandstiftung weitgehend aus. Starke Rauchentwicklung wurde bei der Feuerwehr Neustadt am Rübenberge gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht eine Fläche von rund 150.000 Quadratmetern in Flammen. Die Schwierigkeiten zurzeit, die wir hier vor Ort haben, ist einfach ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bringen und natürlich mit der starken Rauchentwicklung. Alle Kameraden müssen mit Umluft, abhängigen oder unabhängigen Atemschutz zur Einsatzstelle, wenn denn dort vor Ort auch noch mit Feuerpatschen oder weiteren Gerät Glutnester ausgemacht werden müssen. Rund 200 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Kilometerlang mussten Schläuche verlegt werden. Gefahr bestand für die Einsatzkräfte, in Moorlöcher einzubrechen und zu versinken. Verletzt wurde aber niemand. Also derzeitige Maßnahmen sind erstmal, dass wir gegen eine Ausbreitung des Feuers Sperrriegel bei einem etwas größeren Moorgraben gesetzt haben. Die ganze Nacht durch liefen die Löscharbeiten. Auch am Vormittag musste die Feuerwehr immer wieder Schwelbrandnester bekämpfen.